So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge. Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Ich nehme das zwar schon am Mittwoch auf, aber Mittwoch war natürlich auch wieder der Raid-Boss-Wechsel. Kabokime ist aus den Raids raus. Regi Gigas kam zurück in die Raids. Das hat sicherlich viele gefreut, die das noch gar nicht haben oder eben noch das Shiny suchen. Aber generell ist ja gar keiner mehr da, der sich freuen kann. Deswegen vielleicht freut es auch niemanden. Wir wollen trotzdem, haben hoffentlich am Mittwoch einen Community Raid gemacht vor Ort, um euch den Boss zu zeigen, die Konda zu zeigen, zu schauen, ob wir ein Shiny vielleicht kriegen im Raid. Und jetzt nehme ich für euch auch am Mittwoch Raid am Mittwoch am Donnerstag auf, dass ihr die Highlights der Woche seht und natürlich auch den Schocker der Woche. Ich kann gleich vorweg sagen, es gab diesmal gar keinen Schocker der Woche. Ich habe einfach den Schocker der Woche von der letzten Woche, den ich vergessen habe zu zeigen, genommen und jetzt in diese Woche gepackt, weil diese Woche wieder ruhige Woche war, ist nicht viel passiert, aber egal. Wir wollen nicht lang schnacken, wir fangen an mit dem Video und den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Shenaya, die hat hier Back-to-Back Kabukime Shiny aus dem Raid bekommen. 16.49 Uhr und 17.39 Uhr ist zwar fast eine Stunde dazwischen, aber sie hat nur einen Raid gemacht und da einen Raid dazwischen. Nichts gedreht, nichts gefangen, nichts gemacht. Getauscht haben wir noch Frupperl mit Linus, heimliche Linus-Trades. Dann nochmal Dandro, zeigt uns sein Bild, was viele gesehen haben, wenn sie sich jetzt während des Events angemeldet haben, dass plötzlich die ganzen Rocket-Bosse, Rocket-Leader, Rocket-Rüpel rumstanden, um die Stops verteilt als ganze Gruppe. Das sah auf jeden Fall sehr fett aus. Dann Hannes, gerade gebrütet, 100% Macholo mitgenommen, nimmt man natürlich gerne, sehr cooles Pokémon. Dann ein Lucky Trade mit Julchen bzw. mit Drachenfee. Ich habe gesagt, ist mir wieder mal egal, was du mir gibst und was ist passiert. Letztens war es, glaube ich, beim Patch. Ich habe gesagt, ist egal, gib mir einfach irgendwas. Dann hat er mir einen Rayquaza getradet, ist ein 100er geworden. Jetzt Drachenfee dasselbe, ist egal, gib mir irgendwas, ist ein 100er geworden. Nimmt man also mit, braucht man gar nicht, habe eh keine Bonbons auf dem Account, nicht auf dem Kanal. Gerhard, Glücksfreund geworden. Timo Rüger hat schon gesagt, er hat seine Meisterbälle verwendet. Auf dem Großen und auf dem Kleinen hat jeweils ein Galavogel gefangen, ein Galalavados und ein Galaarctos. Hätte ich vielleicht trotzdem aufgehoben, weil ja, du kriegst vielleicht irgendwann ein besseres. Und dann kannst du es nicht fangen und dann flieht das. Also ich hätte das nicht für die Galavögel erstmal. Aber wenn man die noch nicht hat, nimmt man es halt trotzdem. Was weiß ich, vielleicht kriegt der irgendwann auch nochmal Meisterbälle und deswegen könnt ihr die dann einfach kaufen. 10 Euro für einen Ball und schon könnt ihr jeden Lavados-Vogel-Gala-Dings fangen. Luigi Serrada, schöne Bugs aktuell. Pfirsich-Schatzi, der raidet hier also mit dem Pfirsich. Grüße gehen raus. Luigi nochmal Gangbang am C-Day. Das seht ihr, was da los war. Hier jetzt auch mit Staubentwicklung. Luigi erlösen oder nicht, der übliche Streitpunkt. Ich würde ja sagen, wenn er kein 100er Endon hat, erlöse es einfach für die Sammlung. Ansonsten macht man mit Enton, Entoron nix. Weder als 100er, noch als Krypto, noch als irgendwas. Deswegen 98er Krypto davon muss man eigentlich nicht aufheben, braucht man nicht. Würde ich einfach erlösen. Sören, dadurch, dass ich einfach jedes Pogi, was ich fange, direkt bewerte, konnte dieses 100er jeder der Anwesenden in der Truppe, mit der ich unterwegs war, fangen. Das ist sehr löblich. Das haben wir früher eigentlich auch gemacht, als wir noch früher gespielt haben und es noch Leute gab, wenn wir rumgezogen sind. Bewertet 100er, welches? Das mit 352? Oh, das habe ich noch nicht. Ist das das? Ja, Shiny. Was? 100er, Shiny. Und so ging es auf jeden Fall früher ab. Jetzt leider halt nicht mehr. Jetzt ist halt nichts mehr. So, da. Sören, nochmal. Die Familie in erlöster Form komplett. Habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe damals mal welche erlöst. Dann habe ich die normalen gelöscht, weil ich dachte, ja gut, ich kann ja das erlöste 100er aufheben, statt das normale 100er. Und dann irgendwann habe ich erlöste 100er gelöscht, weil ich dachte, ach, die sehen irgendwie trotzdem komisch aus. Jetzt fehlen mir bei manchen wieder 100er, weil ich die erlösten einfach weggeschickt habe. Sören aus dem Raid, der zweite Account mit einem Shiny. Würde ich eigentlich gar nicht mit reinnehmen, aber weil wir so wenig Bilder haben, habe ich es mal mit reingenommen und sieht man eben, dass die Leute trotzdem momentan drauf und dran sind, Krypto-Raids zu machen. Hauptsächlich Tarnel, Macholo sehe ich hier immer wieder, Sneevil auch beliebt. Ich habe noch keinen einzigen Krypto-Raid gemacht momentan.
Das erste, was ich fange, direkt 100% Pionscorer, auch bei Sören. Da stellt man fest, oh, Familie komplett. Apropos Familie, herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines Sohnes. Auch wenn der kein Skorpion ist, kein Scorpion Pepper, sondern nur ein Habanero Pepper. Dankeschön dafür. Robert, ein 100er für Raider Mittwoch, hier auch Tadel. Raid gemacht und Shiny rausbekommen, hat schon 5 Shiny Krypto-Tarnel jetzt, war übrigens der erste Krypto-Raid von mir, deswegen mache ich keine. Endlich mal ein nicht komplett nutzloses Krypto-Pokémon, Kaiserkai mit dem 100er Krypto-Flemly, gut für die Sammlung, auf dem falschen Account, also wohl wieder bei der Schwester da, ein 100er Flunkiefer, 100er Hunduster. Paco, letzter Raid, letzter Tag, letzter Platz, endlich, Shiny Kabukime. Ich betone, ich bin immer noch auf der Suche nach 100% Kaburiki, 100% Kabutoro und ganz neu jetzt 100% Kabukime. Weil heute kommen ja Regigigas rein, ich kann also nicht mehr raiden. Mit dem Daily Pass muss jetzt wieder auf Regigigas gehen, das heißt, ab jetzt könnt ihr mir die restlichen Kabus im Lucky Trade geben, wenn ihr da was habt. Paco ist zwar kein Hundo, aber sowas trotzdem ein schönes Ding. Oder sowas, also kein Hunde oder sowas. Trotzdem schönes Ding. Dancing Moves, Bier am Start, 96er Lavita, Krypto, Paco hier auch mit dem Shiny Sneebel aus dem Rauch mitgenommen. Shiny Pfiffchen hinterher, Shiny Pionscora. Aluhut mit dem Shiny Pfiffchen. Biala zeigt mir die ganze Zeit seine Holy Vorrat. Ich habe jetzt auch bei Holy bestellt. Hab das noch nicht ausgepackt. Ich wollte erst, dass alle Videos aus der alten Wohnung online sind, bevor ich Unboxings oder Tests hier in der Wohnung mache. Und wenn das da ist, gucke ich mir auch mal Holy an. Denn selbst Biala schwört auf Holy. Und so viele YouTuber, die ich gut finde, schwören auf Holy. Und YouTuber, die ich richtig kacke finde, schwören immer auf Level Up. Und deswegen mag ich auch kein Level Up, weil die Leute ich schon nicht mag, die dafür Werbung machen. Jens, 100% in Mühlhausen gefangen. Borki, kein besonderes Shiny, aber immer wieder cool, wenn 3 Symbole über dem Namen sind. Shiny, Wetterbrust und Lokmodul, das sieht auf jeden Fall nett aus. Marco FedEx, auch hier Shiny Krypto-Tarnel mitgenommen. Andy Forbeck, 100er Drassler, Güstrow, erlöstes Ampharos in 100%. Alexander Ahringer, endlich Shiny Galaborenda in Pokémon Go. Das ist bestimmt die Belohnung aus der einen Forschung gewesen. Alexander Ahringer, Community Day-Ausbeute von Fünks. 3 Phoenixes gemacht, 3 Fünks, kein Routener, das ist sehr traurig. 4 Sterne Phoenixes auch noch mitgenommen, sind es gerade auch in der Arena. Beste C-Day-Ausbeute, jetzt muss ich mal kurz hier drücken, bin schon fertig. 2x 100er beim C-Day bei Tiso, Glückwunsch auch dafür. Ist ja eigentlich ein schönes, elegantes, fuchsiges Pokémon. Soll ich eigentlich so eine Sturmfrisur heute? Bisa-Fan Enzo, Servus, ich habe eine Einreichung für Raider Mittwoch. Forschung fertig. Und das weit vor Ende der Season. Meilenstein für mich. Stark. Finde ich auf jeden Fall krass. Ich bin immer noch auf der ersten Seite. Ich spiele auch kein PvP mehr, seitdem ich 21 erreicht habe. Er hier einfach alle 500 Kämpfe gewonnen, sich wieder die Top-Lade-TM geholt. Brauche ich halt jetzt nicht unbedingt. Mir fehlt die Zeit einfach dafür. Mir fehlt das Know-how. Und Top-Lade-TM, ich habe noch ein paar im Beutel, wo ich nicht weiß, wofür ich die nehmen soll. Also muss ich mir nicht auf so großen, heftigen, starken Umweg noch eine erkämpfen, wenn ich ja eh jetzt schon nicht weiß, was ich mit denen mache, die ich habe. Celal, hunderte Pins hier aus einem Fernraid gezogen. Das ist ein Bild, was ich sehr gut fand. Boah, warum tut mein After dauernd so weh? Tabasco, Jalapenos, Chilis. Also, das ist auf jeden Fall sehr gut. Geht's eigentlich um den Mann, der da unten ist? Und der sich so freut? Aber oder ist das auch ein Grund, wieso mein After wehtut? Weil der Mann eine Glatze hat und sich die Hände reibt und sagt, Celal, weiteres Bild. Hier der Spider-Man, ne? Ohne Brille. Ah, man sieht schlecht mit Brille. Siehst du, es ist eigentlich nur eine rote weitere Mülltonne. Dann hat er uns sowieso noch ein paar Bilder gebastelt. Die Erkundungsmüllbox hier mit blauen Säcken, schwarzen Säcken. Die Ass-Müllbox. Dachte ich, das ist die Assi-Müllbox. Ass-Müllbox hier auch mit Tonnen drin. Schlüpfmüllbox mit verfaulten Eiern. Oder kaputten Eiern oder alles. Red-Müllbox. Red mit Kohle und Baum. Zeugs. Red-Müllbox 2.
Ich habe keine Ahnung. Tägliche Müllbox, riesengroße Container, nur einmal kostenlos, um den ganzen Müll zu entsorgen. Dann noch ein Shiny Quapsel, Krypto, mitgenommen, Annika, hunderte Trassler, Krypto, sowas waren sonst immer Schocker der Woche. Annika noch mit ihrer Sealay-Ausbeute hier 6 Stück mitgenommen, Arctos Dani 3 Stück mitgenommen, Benjamin Engel macht wieder mal Solos und Duos, hat gegen Kabukime gekämpft im Duo, Boss hatte Surfer, Zeit 27 Sekunden, dann gegen Kabukime Eisstrahl 17 Sekunden, dann Solo gegen Mega Pins hier mit Käferbiss und Nahkampf 44 Sekunden. Dann den ersten Krypto-Solo gemeistert. Die geboostete Lawine zwischendrin war ganz schön aua. 40 Sekunden Restzeit. Habt ihr schon ein Krypto-Raid-Solo gemacht? Also nicht einer, sondern dreier. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ist vielleicht auch was für Lennart. Das ist auch was für Lennart. Der hat nämlich auch ein Pikachu. Das hat der Obibo. Der Obibo geschickt. Das Bild kennen wir ja eigentlich alle. Sitzt in der Bank, in der Bahn. Und man muss den Pikachu an die, ja. Silvio Scheinux zeigt uns hier, Bisa-Fan Enzo, Ramses, alle in einer Lobby, da freut sich's aber auf jeden Fall. Hatte 20 schillernde Fünks auf 300 Fänge. Flecknoil dabei. GBL-Belohnung auch dabei. Gefangen in der ersten Feldforschung am Sea-Day, hunderte Fünks. Kabukime, Shiny, GBL-Belohnungs, Kabukime, Shiny, kleinstes Fünks, größtes Fünks. Da sieht man auch nochmal den Unterschied, sieht sehr interessant aus. Warum sage ich Fünks? Das hat mir die Sabrina Spielt beigebracht, als ich irgendwann mal Fünks gesagt habe. Denn ich würde das einfach Fünks nennen, das ist für mich Fünks. Das heißt nicht Fünks, das heißt Fünks. Warum auch immer ein Y und Ü ist. Für mich ist es trotzdem Ägypten, sage ich ja auch. Ägypten und nicht Ägypten. Aber das ist ein Fünks. Jetzt wissen wir es. Cumulus auf dem kleinen Account. 98er, Marco Hita, Raupi, Shiny, Schocker der Woche. Und, naja, NATO, was ein 100er werden würde, er aber hoffentlich nicht erlöst. Lenzard, bei der Redstunde hat es geschillert bei mir. Kabukime. Mega Pinsir Solo, 68 Sekunden. Mann, ist der gut. Er sucht sich bestimmt immer die schlechteste Attacke raus und kämpft dann dagegen, während Benjamin Engel zwar immer schlechtere Zeiten hat, aber härtere Solos absolviert. Aus dem Solo gab es einen Shiny. Pisnir, Lenzard getauscht. Lohnt sich wie immer. Hab mal seit langem wieder getauscht. Und ein 100er Griffel in Glücks bekommen. 4 Shinies nacheinander. Alle 49. Gut, 1 ist 50 dabei. Dann auch hier im Raid gefangen. Unerlöst ein Krypto-Knofenser mit recht guten IV, dann erlöst zu einem 100er. Okay, Bild von einer Katze. Habe ich nochmal groß gemacht, dass man sieht, wie die guckt. Julian Eisenstein, Raid am Mittwoch. Wer erinnert sich noch an diese Ansicht? Das ist das alte Arena-System, die alte Grafik, die alten Arenen. Also das sieht wirklich im Vergleich zu jetzt richtig abartig aus. Aber irgendwie hat es trotzdem was. Guckt euch das mal an, die Kämpfe damals. Die Balken, die Energieanzeigen, alles, die Ladeattacken. Nostalgie pur. So, Benny zeigt uns noch ein 100er Follikon. Shiny Sazenia, Gala Arctos aus dem Rauch und ein Zorua, was sich natürlich als Krypto Mewtwo getarnt hat. Achso, Laura ist auch noch am Start. Die Feuerwehrfrau auch mit ihrer Fünks-Ausbeute. Und das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest. Das ist der Kumpel vom Dandro. Also das ist Adi. Aber das, was jetzt kommt, ist der Kumpel vom Dandro. Und der hat den Schocker der Woche. Nämlich das hier. Guckt es euch mal an. Das ist ein Elevoltec. Das ist ein Elevoltec. Das hat diese Armbande dran. Armbinde. Und es ist ein 100%iges Elevoltec aus der Spezialforschung, wo du einmal die Möglichkeit hattest, das zu bekommen. Konnte Shiny sein. So gut wie keiner hat einen Shiny bekommen. 100er zu bekommen, meiner Meinung nach auch mega brutal. Das ist was ganz Besonderes. Das ist genial. Das auf jeden Fall aufheben, das hochziehen, auf 50 pushen mit der Armbande. Wer Team Gelb ist, mit der gelben Armbande, mit einem Elektro-Pokémon. Finde ich genial. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Donnerschock, Eishieb, Stromstoß. Gut, den wird er vielleicht für GBL auch nutzen wollen.
wenn man den so nutzen kann. Mit Pflanzen und dann kommt Eis. Das ist genial. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bei mir ist es jetzt 10.52 Uhr. Ich muss gucken, dass nach 11 hier ein Raid aufgeht irgendwo in Meiningen, um den Community Raid zu machen. Peace out, Vorhaut.